In meinem Film Wochenendkrieger geht es um ganz normale Menschen, die am Wochenende etwas Außergewöhnliches machen, nämlich die werfen sich in Gewandung und spielen eine Rolle. Es ist Live-Rollenspiel, das heißt, ganz normale Leute spielen Helden, Monster, Krieger, Elfen und lauter Wesen, die es halt sonst im Alltag nicht gibt. Ich habe mich also in die Höhle des Löwen begeben und bin selber auf die Cons, auf diese Conventions heißt es, wo die sich treffen, hingegangen und habe dann mitgespielt und dadurch Leute kennengelernt und wirklich auf dem Schlachtfeld angesprochen. Also den Herrscher des untoten Fleisches, den bin ich einfach mal hinterher und dann stellt sich raus, dass er ein ganz sympathischer junger Mann ist, Sekretär bei den Grünen und sozusagen die Mitte unserer Gesellschaft sozusagen, anständiger Kerl und am Wochenende ist er halt ein böser General. Sentimental, weil alle Freunde heute da sind, quasi. Ich bin ja auf Kinotour seit ein paar Tagen, 10 Städte in 10 Tagen quer durch Deutschland. Und es ist ja immer jeden Tag so ein bisschen spannend. Und heute bin ich eher nervös, weil sozusagen alle Leute da sind, mit denen ich auch später in Zukunft noch zu tun haben werde. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, was ihr von unserem neuen Film haltet. Ich begrüße, weil vor dem Film viel zu reden ist ja immer unnötig, ich begrüße trotzdem schnell den Georg Tschurtschenthaler, der Produzent, würde ich sozusagen. Dann die anderen vom Team, die meisten sind ja aus Berlin, aber ein paar Leute vom Team sind heute auch hier, das machen wir anschließend. Ich möchte doch die MFG begrüßen und danken, das will ich natürlich auch, aber das darfst du machen. Ich begrüße heute noch meinen Zahnarzt. Und nicht nur, weil er mir immer so schöne Zähne, meine Zähne richtet, sondern weil mein Zahnarzt heute Geburtstag hat und er hat beschlossen, seinen Geburtstag heute bei der Premiere zu feiern. Also hat er auch seine komplette Partygesellschaft nach Stuttgart gebracht. Jetzt gebe ich mal an Georg und bis nach dem Film dann. Ja, also der Film
den ihr gleich sehen werdet, hat nicht nur dem Andi, glaube ich, 8 Jahre Lebenszeit gekostet, sondern auch viele Arbeitsstunden, viel Geld, viele Unterstützer. Ich möchte mich ganz herzlich bei der NFG, bei Gabriele Röthemeyer bedanken, die sozusagen als erste Förderer in dieses Projekt eingestiegen sind und daran geglaubt haben. Und das sind die Leute, die immer im Hintergrund stehen und ohne diese Filme nicht entstehen können. Deswegen herzlichen Dank dafür und wir freuen uns, dass wir in Stuttgart hier ein tolles, volles Kino sehen und dass euch der Film auch richtig gefällt. Mitten in Europa. Leben nahezu unbemerkt tausende Elfen und Orks, Krieger und Untote, finstere Fürsten und strahlende Lichtgestalten. Das ist ein Ork-Berserker. Ja, lob, dass er gemächtet sei. Ich bin ein Parteisoldat, wenn man es so ausdrücken will. Die Rolle, die ich im Live-Rollenspiel spiele, ist ein Anführer. Heute Morgen waren alle 10 Minuten vor verabredeter Zeit vor Ort. Super! Ja. Was man halt als Fürst so bei sich hat. Elfenohren? Ein Orkohr? Ich meine, wann klebe ich mir denn bitte Elfenohren an? Aber ich finde, man sieht so toll aus mit so Öhrchen. Es ist doch schön, dass sowas geht. Wenn ich jetzt Live-Rollenspiele vergleichen will mit Lebensentwürfen, würde ich sagen, dass Live-Rollenspiele die perfekten Trainingseinheiten für Lebensentwürfe sind, weil da kann ich das ja wirklich ausprobieren. Seit seinem ersten Einsatz nicht gewaschen. Wenn sie nah rankommen, dann sollen sie mich ja auch riechen. Der Mensch sehnt sich ja doch nach irgendwas, was größer ist als man selbst. Wir alle wollen irgendwie Helden sein. Und im Live-Rollenspiel ist das einfacher. Also entweder bist du ein Guter, dann musst du den jetzt umbringen, oder bist ein Böser, dann musst du mit ihm kämpfen. Dieses Wischiwaschi geht halt nicht. Bevor hier irgendwas passiert, ist 17 Uhr. Und dann bin ich ja noch nicht tot. Ich wollte um 16 Uhr tot sein. Ja, wir haben uns vorgenommen, so etwas wie Herr der Ringe für Arme zu machen. Das heißt, wenn man ja als Dokumentarfilm wenig Budget hat und begrenzt und auch Laien da ja spielen, muss wenigstens das Sounddesign und die Musik sehr gut sein. Und deswegen haben wir da auch einen Komponisten genommen, Uwe Schenk aus Stuttgart, hat die Musik komponiert und ich habe dem auch gesagt, mach es bitte flutschig. Es muss symphonisch sein und diese Breitwandgefühle erzeugen, wie es uns gefällt bei Herr der Ringe auch. Ich hoffe, dass ich Ton habe, ja. Andreas Geiger. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich fange an, den Leuten zu danken, die bei dem Film mitgemacht haben. Die meisten sind, wie gesagt, vom Team aus Berlin. Aber ich fange an, der Produzent muss knipsen. Dann fange ich an mit Uwe Schenk. Der Uwe Schenk aus Stuttgart hat nämlich die Musik gemacht. Komm mal, bitte. Das ist Gebrüder Beetz Berlin und da habe ich sozusagen mal was außerhalb vom Schwäbischen gemacht und mit dem Beetzens eben. Nichtsdestotrotz ist die MFG ganz arg wichtig gewesen und Frau Röthemeyer, Sie müssen sich gar nicht setzen, weil Sie müssen nach vorne kommen, bitte. Die Frau Röthemeyer, Frau Röthemeyer, Uwe Rosentreter, bitte. Ja, sehen dich. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht das vollständige Team, aber das sind die Leute, die man braucht, um
so einen Film zu machen. Und was soll ich jetzt erzählen? Keiner mehr da? Es sind doch ein paar Protagonisten. Ach, die Protagonisten, ganz wichtig. Oh. Chris Fahlo möchte ich bitten, unbedingt. Das ist ein super Film, wenn ich da aus Tübingen und somit auch hier in der Nähe. Sind wir mehr da? Nee. Gibt es noch jemanden? Hier sitzen so ein paar Damen, die könnten da mitspielen. Ich bitte einfach die unbekannten Damen des fahrenden Volkes. Kommt nochmal bitte auf die Bühne. Unbedingt. Damit das Publikum so ein bisschen einen Geschmack gibt. Also, da geht dann was quasi genau andersrum. Da gab es dann drei Leute, wie ich gewandelt und der Rest war gewandelt. Und ich sehe hier noch eine wunderschöne Dame. Ja, die hat sich gedrückt. Ja? The Lady in White. Ja gut, ich meine, ich kann auch ein paar Fragen stellen, dann ist es vielleicht einfacher. Wir können natürlich erstmal ins Publikum reinhorchen, ob es da schon Fragen gibt. Wir haben uns ein bisschen unterhalten jetzt gerade während der Film lief, jetzt weiß ich ein bisschen was. Aber ich würde natürlich meine Dummheit jetzt wieder vorschieben und sagen, wie kommt man dazu an so ein Thema? Über Heavy Metal kommt man an so ein Thema, weil ich habe ja mal einen Film gemacht, Heavy Metal auf dem Lande, und da gibt es einen jungen Metaller, und der hat mich vor Jahren... vor 8 Jahren von diesem Live-Rollenspiel erzählt und dass es es gibt und dass es echt groß wäre, und ich habe es nicht gekannt, und das hat ja quasi wahrscheinlich niemand von Ihnen gekannt, und ich bin dann mal mitgegangen zum Recherchieren und habe dann entdeckt, dass es ganz schön durchgeknallt ist, weil es ja alles solide, ernstzunehmende, sympathische Menschen sind, und die haben den Mut, sich zu verkleiden, das darf man ja nicht sagen, also in Gewandung sozusagen, sich für sich eine Rolle zu überlegen. Darum geht es also wieder nicht nur ums hübsche Kostüm, sondern die überlegen sich einen Charakter und spielen den zum Teil jahrelang, überlegen sich da die ganzen Facetten und spielen dann intensiv miteinander. Und nicht nur eine Stunde oder einen Nachmittag, sondern tagelang reden in dieser Shakespeare-ähnlichen Sprache, Herr der Ringe-Sprache sozusagen. Und das hat mich echt umgehauen. Und das war ja alles vor Herr der Ringe. Und nach Herr der Ringe war es dann auch einfacher, der Menschheit Live-Rollenspiel als Doku zu erzählen. Dann darf ich mal da links fragen, wie kommt man dazu, auf einmal Königin der Lehre zu werden? Das war tatsächlich eher Zufall. Ich war auf der Veranstaltung und wurde gefragt, die Rolle war vakant. Ich wurde gefragt, ob ich nicht die Herrin der Windschar spielen möchte. Ich dachte mir, oh, was ist das denn? Dann gab man mir diese Rüstung und sagte so, und ein bisschen schreien noch. Ja, und so bin ich in der Rolle gelandet, habe sie dann selber weiterentwickelt und bin mit der Rolle gewachsen. Und auch das Umfeld ist damit gewachsen. Die Spieler wussten dann, wie man mit mir umzugehen hat. Und genau, eher Zufall. Man muss aber schon wissen, wie man zu reagieren hat. Also wenn jetzt so eine Königin kommt, dann muss ich als ölige Pestilenz muss ich auf den Boden fallen. Oder wie sieht das aus? Da ist natürlich immer gefragt, wie ich mich selbst präsentiere. Also ich kann schon eine Königin darstellen, aber wenn ich das selbst nicht mit der nötigen Präsenz rüberbringe, dann hat mein Gegenüber möglicherweise keine Lust, sich jetzt vor mir niederzuknien. Mit Agnieszka Fey war es am Anfang sehr unbekannt. Da kam diese weiße Frau aufs Feld und hat ein bisschen rumgeschrien und man wusste nicht so recht, was man tun muss. Aber durch die Präsenz, die man dann da entwickelt auf dem Feld und durch das Spiel, also ich habe den Leuten gesagt, Gott, und dann sind die auch gekommen. Also es hat dann nach und nach immer besser funktioniert. Einfach, wie man spielt, wird einem dann entgegengespielt. Haben wir inzwischen schon Fragen hier aus dem Publikum? Ja, hier vorne. Gibt es irgendwie ein Drehbuch, nach dem man spielt? Ein grobes oder ein... Ach so, das ist ein... Oder ist es einfach nur die ganze Zeit spielen und irgendwann trifft man sich? Es kann beides sein. Es gibt... Questen. Es gibt einen Plot, der so eine Rahmenhandlung liefert. Sonst hat man den Spielern ja gar nichts zu bieten. Ich selber bin ein sogenannter Nichtspielercharakter.
Das heißt, man sagt mir, hör mal, heute um 5 ist eine Großschlacht geplant, da hätten wir dich gerne rechts im Feld und dann läufst du einmal nach links und treibst die Bande raus. Also ich bin eine geführte Rolle bis zu einem bestimmten Maß. Wie ich die Leute von A nach B bekomme, ist dann mir überlassen. Das heißt, so eine Veranstaltung hat so ein paar, wir nennen sie also jetzt mal salopp gesagt, Statisten zur Verfügung, zu denen man sagen kann, wir brauchen jetzt ein paar aufgeregte Bauern, die aus dem Wald rennen und sagen, da ist ein Monster. Sonst kann der Spieler ja gar nicht erfahren, oh, das ist ein Monster. Das heißt, diese Informationen kommen eben entweder, wie man im Film gesehen hat, über Schriftstücke ins Spiel oder über andere Statisten, die es eben darstellen. Das heißt, es gibt eine kurze Rahmenhandlung, eine kleine Rahmenhandlung, aber wie der Spieler mit dieser Rahmenhandlung, die wir ihm bieten, umgeht, das ist improvisiert und spontan. Das heißt, ab dem Moment, wo der Spieler auf die Geschichte trifft, wird improvisiert und wir schauen, was macht der Spieler raus und reagieren wieder drauf. Also schon Improvisationstheater dann. Genau, also da hätte ich jetzt nochmal das gleiche Wort gesagt. Letztendlich, so ich als von außen, würde sagen, das ist wirklich Improvisationstheater. Die schaffen es in der Situation, in der Begegnung, hey du, zu reagieren, in ihrer Rolle. Das ist also total bewundernswert. Also ich bin echt nicht schüchtern, aber ich habe es nicht geschafft, da so schlagfertig zu sein. Und es gibt natürlich eine ganz grobe Geschichte. Also es ist ein bisschen wie bei Herr der Ringe, da geht es mir immer so ein bisschen kapiere ich die Mythologie, dass es da irgendwelche Zeitalter gab und Generationen und mystische Vorgeschichten. Das ist aber nur der ganz grobe Rahmen. Und innerhalb dessen wird echt frei gespielt. Und das fand ich halt auch bewundernswert. Weitere Fragen und Punkte? Ja, aber einen Abend lang. Ich war. Habe ich erzählt, als ich bei dir unter dem Ding lag. Hast du nicht mitgespielt in dem Film? Ach, nee. Ich habe mal beim Recherchieren, um da sozusagen die Rollenspieler kennenzulernen, habe ich mal mitgespielt vor vielen Jahren auf einem Con im Elsass. Die haben mir dann auch die Stuttgarter Rollenspielgruppe geholfen und mir einen schnellen Charakter zusammengezimmert und ich habe so einen Bauern gespielt. Und dann bin ich am ersten Abend gestorben, sofort. Da kam so eine Horde Orks um die Ecke und ich war tot. Und das muss man akzeptieren. Ja, tot muss man akzeptieren. Wollen wir mal die anderen beiden fragen. Wie sind Sie zu Ihrem Charakter gekommen? Also kommt es drauf an, auf welchen Charakter? Also dieser Zigeuner-Charakter war zuerst eine Nicht-Spielerrolle, aber die hat uns so Spaß gemacht, dass wir es dann gerade übernommen haben als Spieler. Das heißt, Sie sind aktiv dann im Kurs? Genau, ja. Wo spielt ihr denn? Also verschiedene Kleinkons waren bis jetzt mit diesem Charakter. Ja. Also dieser Zigeuner-Charakter ist mir so ein Spaßcharakter, weil man kann nicht immer nur ernst sein, mal ab und zu mit mir einfach mal ein Wochenende lang nur Blödsinn reden und das kann man als Zigeuner einfach tun. Weil wir sonst ernste Charaktere haben jetzt gerade Anisha Fesim auch schon begegnet. Aber als stolzes Naturvolk und das ist natürlich was ganz anderes, aber nicht schlechter, sondern besser eigentlich. Kann man sagen, Sie arbeiten sich noch hoch, also zu irgendwelchen Königinnen oder Oberhelfen. Gut. Und die Dame hier vorne, rechts, kann man das Mikro rübergeben? Ja, ich bin durch einen guten Freund eigentlich überhaupt erst zum Live-Rollenspiel gekommen, der schon viele Jahre auf Mythodea spielt. Und der hat mich dann einfach mal mitgenommen und ja, seitdem spiele ich eine Nalda. Eine Nalda. Eine Nalda. Das Elementarvolk der Luft. Ah, das eine Ohr bei. Nein, das waren die Dynasties. Das ist ein Elementarvolk des Wassers. So, vielen Dank. Noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ich sehe keine mehr. Ja, weitere Pläne? Gibt es schon was? Was neue Filmprojekte oder sowas zum Beispiel? Ja, ich mache was über Heiler, über Wunderheiler, über Menschen, die Warzen wegbeten können in Oberschwaben oder in den Schweizer Bergen. Da gibt es Menschen, die sind Laienmediziner quasi, die anderen Menschen helfen können. Mehr weiß ich aber auch dazu auch noch. So, dann möchte ich. Achso, da haben wir noch. Ja, bitte, natürlich.
Er ist die Dame, dann der Herr. Ich wollte nur eins sagen, ich fand das ganz toll, weil das ein Thema ist, von dem ich noch nie gehört hatte und mich noch nie beschäftigt habe, was teilweise sprachlos irgendwie zurücklässt. Und so diese Kombination zwischen den Rollen und den Menschen, die dahinter stecken, um das irgendwie zusammenzubringen und sich da was vorzustellen, das ist unheimlich gut. Vielen Dank. Danke, auch der Herr dahinter. Ja, also ich mache das Ganze jetzt auch schon seit 91, 92, letztes Jahrhundert. Damals haben meine Eltern gedacht, mein Gott, der Junge geht zur Wehrsportgruppe. Ja, das war ganz schön hart. Hätte es den Film damals gegeben, großartig, ich habe noch nie das Hobby so toll transportiert gesehen. Dafür, hättest du weniger danke. Probleme in deiner Rolle gehabt. Also vielen Dank, wie gesagt, manchmal braucht halt die Menschheit auch eine gewisse Zeit. Also ich habe dieses Thema auch nicht gekannt, eben durch einen Zufall. Manchmal ist es echt so ein kleines Türchen, entdeckt man ein großes neues Ding. Und damals, 2006, war ja auch noch niemand bereit. Also Arte zum Beispiel, also war da noch nicht bereit darüber, dass man da einen Film macht. Das hat echt dann wiederum... Und dann kam der Herr der Ringe. Ich glaube, das hat uns den Weg geebnet. Und jetzt, wie gesagt, kennen es ja immer noch nicht genügend, oder es ist nicht so ein Common Sense wie andere neue Hobbys oder sonstige Tätigkeiten. Und so ist es eben. Also die Frage, wie viele sind in Deutschland? 250.000 habe ich gehört. Ja, ich habe die Zahl, gut, wenn es 143.000 sind, ist auch nicht schlecht, oder? Also haben wir noch weitere Fragen? Irgendwo, Sie da? Nein? Ich dachte, Sie haben sich gerade so vorgebeugt. Wenn keiner mehr da ist, wir wollen niemanden zwingen, wir sind ja. Doch noch jemand. Mich würde es einfach mal interessieren, wie schwer es eigentlich war, also wie lange ihr fürs Drehen gebraucht habt, weil ich denke, die Szenen, die ich gesehen habe, gerade die Schlachtenszenen, das muss gut gecastet werden, weil vieles davon, denke ich mal, war nicht ganz so spontan, oder? Es war schon eine lange Geschichte, die Vorgeschichte kennt ihr ja jetzt. Das heißt, in 2010 hat dann der Sender noch einen Vordreh verlangt, also einen Trailer, ob das überhaupt alles so stimmt und funktioniert. Und dann sind wir da zum Conquest auf Mythodea, also zum großen Con, und haben da geschnuppert und gedreht, wie das auch für uns funktionieren könnte. Weil wenn alle sozusagen in Gewandung sind, dann fällt ja wiederum ein Filmteam auf und ist ja auch richtig, das ist ja keine öffentliche Sache. Das ist jetzt auch keine geschlossene Sache, aber wir wollten nicht stören. Wie kann man das da hinkriegen? Und 2011 haben wir dann gedreht, sozusagen den Sommer über. Also quasi jetzt im August finden so die großen Cons statt. Ein paar kleinere anschließend. Gedreht bis Herbst, ein Dreivierteljahr lang geschnitten, wie man das halt wie ein guter Wein reifen muss eben. Und dann war die Postpro natürlich auch extrem aufwendig. Ich hoffe, das hat auch jemand gemerkt. Nämlich, also, das muss ja alles komponiert werden. Geld, da sind wir auch durch einige steinige Wege, haben wir da, bis das alles geklappt hat. Das Sounddesign war auch noch aufwendig. Und Bildgestaltung natürlich auch. Also, wir wollten halt, dass es auch ein bisschen zeitgemäß Game of Thrones-mäßig aussieht. Also, ich wollte, dass es einfach, dass der Herr der Ringe-Konnoisseur da sich freut, dass er sich da wohlfühlt. Genau. Das kann ich bestätigen. Ich war 2011 bei der Schlacht auf dem Mythodea dabei. Und jetzt war das mit der Musik viel epischer. Wenn man Herr der Ringe für Arme machen möchte, dann muss natürlich auch das Bild gewaltig sein. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, erstmal natürlich die damals, muss man ja sagen, vor 2 Jahren beste Technik zu nehmen und das dann entsprechend auch bildmäßig zu bearbeiten mit Animationen und auch vom Look her, dass es alles einen eigenen Look hat, also wie man es ja auch kennt von Game of Thrones und so weiter, dass es einfach was hermacht und nicht nur Alltagsdoku darstellt. Also wir haben echt viele gute Szenen rausschmeißen müssen, weil halt 90 Minuten nur begrenzt sind. Und wir wollten halt viele In-Time-Spielszenen, also sozusagen wenn die im Rollenspiel sind, drin haben. Und eine eigene Geschichte erzählt sich ja da auch, eine Märchengeschichte quasi. Und deswegen war ich gezwungen, viele tolle Szenen rauszuschmeißen. Ich werde die DVD sehr voll packen, habe ich mir vorgenommen, mit den Deleted Scenes.